Hi, wir sind Nacht und Rosa. Im Snapcast präsentieren wir euch alle zwei Wochen gründlich recherchierte Themen, die anderswo nur am Rande erwähnt werden. Für den Blick hinter die Kulissen holen wir für euch Schwergewichte wie Toffel, Ultimate Guard oder Wizards of the Coast ins Interview. In den Wochen dazwischen streamen wir dienstagabends den Flashcast, wo wir locker entspannt miteinander und mit dem Chat über die aktuellen Neuigkeiten zu unserem Lieblingshobby reden. Das und vieles mehr findet ihr bei Nacht und Rosa. Hi, mein Name ist Tim Soat, meines Zeichens Hobbykünstler aus Leidenschaft. Ich liebe Magic the Gathering und wenn ihr aktuelle deutsche Limited-Hilfen, also für Draft und Sealed, verrückte Commander-Deck-Ideen oder einfach etwas einsteigerfreundliche Infos für alles, was das Hobby so mit sich bringt, braucht, schaut gern mal bei mir rein. Wir werden hier und da auch etwas tiefer in Magic, Design und Kunst eintauchen. Generell, am wichtigsten ist einfach der Spaß daran. Ich freue mich schon auf euch. Hallo Leute, ich bin's, Solaris, und MTG Arena ist meine Welt. Ganz gleich, ob im Historic oder im Standard auf der Mythic Constructed Ladder oder vielleicht auch mal bei einer Draft Challenge, sowohl als auf Twitch als auch auf YouTube könnt ihr meinen Content finden und ich versuche immer meine Begeisterung für das Spiel, was tatsächlich zu meinem Lebensinhalt geworden ist, einfach auf euch übergehen zu lassen und hoffe euch eine gute Zeit in meinen Livestreams zu geben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dort mal reinschaut, denn wenn ihr Magic liebt, dann seid ihr dort genau an der richtigen Stelle. Was geht ab, Brüder und Schwestern? Und willkommen auf MTG Malone mit mir, Match Malone. Ich mache überwiegend MTG Arena Content, bei dem ich euch jeden Tag ein freshes neues Deck vorstelle. Wenn ihr also Bock auf den heißesten Jank, die spaßigsten Deck oder einfach nur die stärksten kompetitiven Decks habt, dann seid ihr bei MTG Malone genau richtig. Hauptsächlich findet ihr bei mir MTG Arena Deck Tags und Gameplay. Ab und zu trete ich aber auch im MTG Malone Magic Melee gegen andere Content Creator an, spiel bei Turnieren mit oder lass mich von dem Limited Master himself Lit Kakashi im Draft unterrichten. Unterhaltsamer MTG Arena Content ist euer Ding? Dann seid ihr bei mir genau richtig und ich sehe euch auf MTG Malone! Was geht ab YouTube? Mein Name ist Lit Kakashi. Auf meinem Kanal findet ihr Magic Game Theory, Decklisten und Gameplay von meinen Lieblingsformaten Modern, Pauper und vor allem Draft. Ihr fragt euch jetzt natürlich, Lit Kakashi, wir sind im Lockdown und zum Draft braucht man 8 Leute. Wie kannst du noch am Draften sein? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Also ihr wisst Bescheid, abonniert Lit Kakashi und ich bin dann raus fürs Erste. Oh bitte, schnitt Nicole Bolas ihr das Wort ab. Diese Kinder hatten diesen Kampf schon verloren, noch ehe sie geboren worden waren. Oh, hallo liebe Storyfreunde. Ich bin Jan von German Magic Stories. Falls ihr euch für die Lore und die Hintergrundgeschichte von den ganzen legendären Kreaturen und Planeswalkern der Geschichte von Magic interessiert, seid ihr bei mir auf meinem Kanal German Magic Stories genau richtig. Servus, ich bin der Ludwig. Und ich bin der Richie. Und wir sind Magic Training Grounds. Wir haben für euch Openings im Form von Booster Battle. Wir haben für euch How to Play Magic, da wo wir Anfänger und Fortgeschrittenen Magic erklären. Genau, und dann haben wir noch die ganzen Commander Deck Tricks. So.
So Leute, mein Name ist Blacky. Ich betreibe auf YouTube den Kanal MTG Blackset. Dort kommt eine Menge Content zu meinem Lieblingsformat Legacy. Auf Deutsch gibt es Gameplays und Decktags. Alles mit Paperkarten, weil ich liebe Paperkarten, ich liebe Magic-Karten, ich liebe einfach Papier. Dazu kommen noch Openings zu Magic-Produkten, Reviews von Zubehör wie Sleeves oder Deckboxen, eine Menge Erklärvideos und einmal im Monat ein Blacky Talk, wo ich mir ein Thema raussuche und darüber einfach nur philosophiere. Außerdem findet ihr mich beim Podcast Radio Ravnica und ein paar Leute kennen mich vielleicht von relativ vielen Turnieren. Ihr merkt schon, ich mache eine Menge Content auf YouTube und wenn euch irgendwas davon interessiert, könnt ihr gerne mal auf meinem Channel vorbeigucken. Hallo allesamt, mein Name ist Robin, auch bekannt als GameRee im Internet und ich mache Videos zu Magic the Gathering neben Radio Ravnica, unseren wöchentlichen News-Podcast. In meinen Videos geht's um Einführungen in das Hobby, in Deep Dives, in verschiedene Themen. Und dementsprechend schaut doch mal vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen. Bis demnächst. Jo, Tobi, ich fang an. Nee, lass mich anfangen. Na gut. 3, 2, 1. Wir sind Till und Tobi und bieten euch auf unserem Kanal Commander Decktags zu den aktuellsten Commandern. Hierbei beobachten wir genau, was in der Spoiler-Season passiert und zeigen euch zu jeder neuen legendären Kreatur des neuen Sets, welche Karten man dazu spielen kann. Und das meistens noch am selben Tag. Wir spielen auch gerne Commander und zeigen euch unsere Matches in Gameplay-Videos. Dabei könnt ihr unsere Strategien sehen und in der gemeinsamen Schadensfreude teilhaben. Das alles findet ihr bei Elder Demon Highlander. Hey Till, das war mein Satz. Du machst den Anfang, ich mach das Ende, dachte ich. Na gut, aber wenn, dann lasst uns den Satz zusammen sagen. Das alles findet ihr bei Elder Demon Highlander. Hey du, wirst auf die heißesten Commander-Tipps? Vielleicht ein bisschen Spiel oder Exil? Weiß nicht, was dein letzter Cut sein soll. Der Commander-Kompass zeigt dir den Weg. Hör jetzt rein, wie unsere drei Boys das 10 Commander stecken. Der Commander-Kompass, jetzt auf Spotify und Anchor FM. Was nehmen wir heute? Urza. Nichts geht über ein frisch geöffnetes Booster. Wenn ihr Magic auch so liebt wie ich, viele Unboxings sehen wollt, zudem auch Magic News und alles rund ums Thema Commander, schaut auf meinem Kanal vorbei. Melbourne MTG. Vielen Dank. Yes! Passt! Ist wieder da. So Leute, heute machen wir wieder ein bisschen Oldschool-Time. Und eine Force of Will. Das ist schnell gekommen jetzt, gell? Bei It's a Kind of Magic. Heute ist Montag und deshalb gibt es ein Opening. So, am Dino-Donnerstag heute. Wieso reißt der Original Comic von 1993 auf? Dies und vieles mehr gibt's bei It's a Kind of Magic. Schaut's rein! Kommst du auch aus einer Zeit, in der der Kaffee noch schwarz war und es Kännchen nur draußen gab? Als die Währung noch D-Mark hieß und Timmy nicht irgendein beknackter Hip-Hopper von der Eastside war? Kommst du aus einer Zeit, in der Magic-Karten noch so verpackt waren oder so und in der man noch Gummis um die Decks band? Dann bist du bei mir richtig. In Dr. Alzheimers Studierstube. Keine schnellen Schnitte, keine fancy Buzzwords, keine harten Beats, nur reine Liebhaberei und schöne alte Karten. Ein Kanal von alten Leuten für alte Leute. Was haben wir denn da? Dieser Black Lotus ist sehr gut erhalten. Aber wer spielt schon Vintage? Das hier ist Deutschlands größter Legacy Paper Stream. Live auf Twitch und mittlerweile auch auf YouTube. Wer dekadenten Legacy Content sehen will, der ist hier genau richtig. Willkommen auf den Eternal Battlegrounds. Whiteboard ist da. Mikrofon, Webcam, aber irgendwie fühlt sich das hier noch falsch an. Na klar, mein Regal hat gefehlt. Mein Name ist Patrick von MTG mit Patrick und ich
rede mit euch über Investieren in Magic, News und Announcements von Wizards und mache Unboxings zu den neuesten Editionen. Wenn euch das interessiert, dann schaut gerne auf meinem Kanal vorbei.